Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Meinungsbild von Steel Division 2. Ich sage es mal mit Absicht ein Meinungsbild. Ich will jetzt keinen Test jetzt unbedingt daran schreiben, weil ich habe halt nur, ich glaube, 25 Stunden in Summe gespielt mit Beta und Press-Release und so ein Zeugs und habe es dann wieder zu den Akten gelegt. Aber ich dachte, wir reden mal darüber, was die Community darüber sagt, so es mal ein bisschen zusammenzufassen und dann gebe ich meine Meinung, warum ich persönlich das relativ schnell wieder zu den Akten gelegt habe. Also es ist nicht wirklich ein tiefer Testbericht hier, ja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und ja, die Community, ihr seht hier, die sind mixed hier vorne, 69%. Das ist jetzt fast eine Woche Release, also 5 Tagen. Sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. Die Kritiken bei hier vorne sehen ein bisschen besser aus, bei die Metakritik. Sind allerdings nur 4 Kritiken hier und 11 Kritiken hier, also überhaupt nicht aussagekräftig vom Umfang. Und dann kann man natürlich gucken, wie viele Leute das jetzt aktuell spielen, was da los ist. Es hat einen abgehenden, einen sinkenden Trend. Aktuell sind wir bei 770. Und man sieht hier, wenn man sich den Graph mal guckt, dass der halt kontinuierlich und langsam runtergeht. Also das scheint auch nicht wirklich dafür zu sprechen, dass die Leute begeistert davon sind. Das Problem bei so einem Spiel, ich sag's mal direkt vorweg, ist, das ist, auch wenn die Kampagne groß angepriesen haben, dann habe ich auch gleich das Problem zu sprechen, es ist und wird immer noch Multiplayer-Titel bleiben. Und von den Leuten spielen natürlich auch ganz viele noch die Kampagne. Hier, ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt ein Multiplayer-Spiel machen wollt, sagen wir so am Dienstag, gestern, ja, eine Woche nach Release, noch nicht mal eine Woche nach Release, dann sind halt von den 700 Leuten, die online sind, spielen halt irgendwie die eine Hälfte spielen halt Bot-Games. Ja, es gibt ja diese 5 gegen 5, aber 5 gegen 5 Bots. Davon nochmal die, dann gibt es nochmal eine Hälfte, die spielt dann vielleicht die Kampagne, weil das halt das, ne, das Aushängeschild des zweiten Teiles war. Und dann habt ihr vielleicht 100 Leute, die wirklich normales Multiplayer, Mensch gegen Mensch spielen. Das heißt, ihr habt eigentlich jetzt schon kurz nach Release, eine Woche nach Release noch nicht mal, habt ihr jetzt eigentlich schon eine Community, die kleiner als bei Wargame Dragon ist. Und das ist natürlich katastrophal für einen Multiplayer-Titel, ne? Also ich glaube, dass in der Hinsicht es sehr, sehr schwierig wird, die Leute langfristig zu motivieren, weil ihr einfach länger für die Spiele braucht, dass der Skill Gap ist, also länger um ein Spiel zu finden braucht ihr. Der Skill Gap zwischen den Spielern ist natürlich größer, je kleiner die Community ist, ne? Ranked wird es überhaupt nicht geben, dann gibt es auch keinen E-Sports, dann gibt es auch weniger YouTuber, die das kommentieren, das wird auch weniger Leute anziehen, weniger Leute motivieren, weniger Tutorials. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr düsterer Ausblick für ein Release. Testberichte bei großen Magazinen wie GameStar konnte ich zum Beispiel gar nicht auch zu dem Spiel finden. Die scheinen auch nicht an dem zweiten Teil interessiert zu sein. Nicht sicher, was da die Begründung ist. In jedem Fall gibt es da auch wenig, was eben ne, das Cover macht. Also GameStar habe ich zumindest eben keins gefunden. Und auch ein paar englische Magazine, die ich sonst lese, habe ich keins gefunden. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal der ganze Rundblick hier vorne. Die größte Bewertung, die wir bekommen, kriegen wir halt hier bei Steam. Da haben wir noch am meisten. Ich habe mir die eben mal durchgelesen und es scheint da ein paar Lager zu geben. Die einen, die mögen den Unterschied vom ersten zum zweiten Teil nicht. Der erste Teil, der war halt mehr mikrointensiver. Da hat man schon mal mit einem Panzer, hat man halt dann das Ace gespielt, ja, gemikrot. Im zweiten Teil ist es eher so, dass ihr nicht selten mal 10 Panzer auf dem Feld habt. Das ist wirklich wie Armeen an, für die gegeneinander kämpfen. Auch die Maps ein bisschen größer. Ne? Und das ist halt dieser eine Punkt, den die einen Leute kritisieren. Die mögen halt nicht, dass das jetzt größer ist. Ein paar andere Leute sagen, genau den Teil mögen sie. Das ist einfach nur Geschmackssache, aber scheinen mehr zu sein, die es nicht mögen, hatte ich den Eindruck. Ich persönlich fand es gut, dass die jetzt von den kleinen Schlachten zu den großen Schlachten übergangen sind. Es fühlte sich einfach besser an. Aber wie gesagt, das ist an der Stelle wahrscheinlich auch Geschmackssache. Das ist auf jeden Fall dieser Punkt, wo die Leute sich ein bisschen streiten, der aber oft erwähnt wird auf beiden Seiten, die es mögen und nicht mögen. Ja, und dann hat sich eigentlich nichts geändert zum Vorgängerteil. Also die Game-Mechaniken sind eigentlich fast identisch, ja. Der Deckbau ist genauso interessant wie vorher. Auch die Einheitenvielfalt ist immer noch, zumindest das ist jetzt aus meiner Sicht aber auch sehr stark, sehr uninteressant. Also in der letzten Russland-Kampagne, da habe ich gegen russische Panzer und gegen amerikanische Panzer gespielt, ja. Also es geht halt wieder los. Ihr habt 10 verschiedene Sherman-Versionen, 10 verschiedene T-34-Versionen, 10 verschiedene Panzer IV-Versionen, ja. Es gibt mehr Panzer in dem Spiel. Aber im Grunde genommen habt ihr das Gefühl, dass die Einheitenvielfalt wirklich sehr dünn ist. Dann steht einfach nur an dem T34 ein anderer Name dran, dann ist ein anderer T34. Meinetwegen ist das auch historisch, aber es fühlt sich einfach im Vergleich zu Wargame Dragon einfach so an, als ob ihr weniger Vielfalt der Einheiten hättet. Ne? Und manchmal ist es auch doof, dass wenn T34 seht, dann müsst ihr halt genau auf die Betitelung gucken, um festzustellen, ob das ein gefährlicher oder ein total wertbefreiter ist. Das wird auch Atmosphäre ein bisschen runterdrücken. Ne? Naja, so, auf jeden Fall, wenn man die Kritiken so durchguckt, gibt es halt verschiedene Sachen. Noch gerade die Kampagne, was einer eine Kampagne eben angekreidet hat, weil ich immer und immer wieder lese und auch meine Erfahrung war, aber letztens meinte einer hier unter meinen Videos, dass das nicht der Fall wäre, ist, dass die KI immer noch weiß, wo eure Truppen stehen und mit der Artillerie auf eure unsichtbaren Truppen schießt. Das war auch meine Erfahrung und das wird auch hier wieder gesagt. Es war auch in den vorherigen Wargame-Teilen definitiv so, aber jemand meinte in meinen Videos bei ihm jetzt, dass es das nicht bemerkt hat, was ja auch durchaus sein kann. Ne? Ich kann es auch nicht beschwören, dass es hier so ist, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das eben so ist.
Das wurde auch kritisiert. Aber ansonsten gibt es halt nichts in dem Spiel, wo man jetzt wirklich sagen kann, das wäre miserabel gemacht oder das wäre hervorragend gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so, wo der Tenor von den ganzen Kritiken in Summe hingeht, dass es einfach solide ist. Ja? Also solide bordering an langweilig ist. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was ich bisher ziehen konnte. Und ich sage jetzt euch einfach mal ganz konkret, was ich persönlich, was mich von der Steel Division Serie so ein bisschen demotiviert, warum ich das nicht spiele, an der Stelle jetzt. Also Steel Division, fangen wir erstmal an. Das Aushängeschild von denen war jetzt die Kampagne, das Ding, was ihr hier vorne seht. Ich habe einfach mal das Video dazu angemacht. Und bei der Kampagne, hat dasselbe Problem meiner Meinung nach, was jede Wargame-Kampagne hatte. Es ist einfach so gemacht, dass dieselben Schlachten mit denselben Einheiten in derselben Position sich wieder und wieder wiederholen. Das ist ähnlich wie bei Total War, nur noch ein bisschen schlimmer hier vorne. Und das macht es natürlich sehr uninteressant, diese Kampagne zu spielen. Also ihr habt erstmal relativ wenig Szenarien, sodass die von Anfang an, ne, die sind ja gleich aufgebaut. Ich glaube, es waren fünf an der Zahl oder so. So, dass ihr immer, dass da auch keine Vielfalt ist. Ihr könnt nicht zum Beispiel ein großes Szenario spielen, wo ihr ganz Russland oder so habt, aus irgendeinem Grund. Das ist das eine, was doof ist. Und wenn ihr dann eben die Schlachten habt, also die Einheiten hier, die treffen halt mehrmals aufeinander, bevor die sich halt auflösen, die Blobs. Ne? So, dass ihr wirklich im selben Gelände wieder und wieder gegen die gleichen Einheiten kämpft. Und das ist noch nicht, also das ist halt schon schlimm genug, ehrlich gesagt. Aber das andere Schlimme ist, wenn ihr dann das wieder spielen wollt, die Kampagne, es gibt halt nur ein paar Szenarien, dann habt ihr halt nochmal die Wiederspiel, also der Wiederspielwert wird dann nochmal dadurch reduziert, dass er dann eben, ne, bei wenig Kampagnen immer in dieselben Kampagnen kommt. So, dass da wirklich ein geringer Umfang in der Kampagne ist. Die andere Geschichte ist, dadurch, dass die Einheiten sehr identisch ist, also dieser Infanterist da oben ist genauso wie der Infanterist da unten oder wie der Infanterist da, bedeutet das, dass, na gut, der ist ein bisschen Scout, aber ist eigentlich sehr vergleichbar. Und auch die Panzer, wie gesagt, ne, die 10. Version von dem Panzer 4, die macht das halt auch nicht interessanter, führt auch dazu, dass die Schlacht da oben eigentlich genauso wie die Schlacht da unten oder wie die Schlacht da oben ist. Ja? Das heißt also, hier habt ihr den Repetitive-Faktor zum dritten Mal erhöht, wenn ihr so möchtet. Und das macht einfach die Kampagne sehr, sehr uninteressant. Es gibt da halt wirklich massiv keine Abwechslung aus meiner Sicht. Und das ist natürlich sehr unschön. Und dann habt ihr natürlich noch, dass die KI strunzdoof ist. Und ihr müsst sogar auf eurer Seite mit der KI spielen, weil die es jetzt episch größer gemacht haben, weil das sonst nicht steuerbar ist. Ihr könnt ja im Pausenmodus keine Befehle erteilen, ne, sondern nur Zeitlupe. Und die Maps sind ja wirklich gigantisch groß, sodass ihr einen Teil eurer Truppen der KI übergeben müsst. Ich kann das einfach mal hier durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal seht. Genau. Also hier wird das ein bisschen angedeutet. Das ist halt wirklich gigantisch groß vom Umfang, was erstmal persönlich für mich eine gute Sache ist. Aber es ist halt von der Steuerung unmöglich kompliziert gemacht. Also es gibt jetzt ein paar Sachen, die das kompliziert machen von der Steuerung. Und zwar ist das halt, das ist nur ein Teil der Map. Ja, da links ist halt noch, also ihr seht, was ihr hier einblendet, das ist noch ein Map. Das ist halt aber überhaupt nicht steuerbar, wenn ihr es allein macht. Das heißt, ihr müsst eure Truppen der KI übergeben zum Großteil. Was ich persönlich sehr unattraktiv finde bei solchen Spielen. Der nächste Punkt ist, dass sie die normalen Steuerelemente, wie jetzt zum Beispiel, wie die Einheiten kauft, dass sie die einfach dämlich gemacht haben. Das muss man so zusammenfassen. Das kann man auch nicht sagen. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Das ist einfach dämlich. Und zwar, was in der ersten Batterie an Einheiten ist, die sind identisch zu der zweiten oder dritten Batterie. Und das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein SE-Kfz aufstellen will und ich will halt nicht drei aufstellen, sondern vier, dann kaufe ich die drei, stelle die auf, dann klicke ich da oben drauf, dann kaufe ich den nächsten und so weiter. Aber noch schlimmer ist, von diesem, dass es halt steuerfummelig ist und hier sowieso schon Zeitprobleme mit der Steuerung habe aufgrund der Größe und halt in der Pause, wie gesagt, nicht alles aufstellen könnt und machen könnt, ist das Problem, dass ihr keine Übersicht mit den Einheiten habt. Also ich weiß nicht, ob die erste Batterie drei SE-Kfz hat, wenn ich die nicht angeklickt habe, wie viel hat die zweite. Aber eigentlich bin ich gar nicht daran interessiert, was in der Batterie ist, sondern weil ich in Summe in der Gesamteinheit habe. Das wird auch nicht angezeigt an der Stelle. Und die Mechanik bringt auch nichts irgendwas auf der Kampagne. Also wenn die, ich glaube, 50% Schäden genommen haben, eine Batterie oder eine Kompanie später in anderen Truppen, dann werden die einfach nur in das Headquarter, in die Headquarter-Kompanie verschoben, sodass, wenn ihr mehr Schäden genommen habt, es übersichtlicher für euch wird, ja. Aber das verstehe ich halt auch nicht, wo da der Gag sein soll. Also das ist halt wirklich in jeder Hinsicht einfach, da wollten sie halt Rollenspiel einbauen, aber sie haben halt diesen Batterien und Kompanien keine Funktion gegeben. Also es gibt da keinen Commander-Bonus oder irgendwas. Nur wenn ihr sie verliert, habt ihr auf einmal eine bessere Übersicht. Also es ist halt wirklich, ich weiß nicht, warum die das eingeführt haben. Das war wirklich sehr, sehr undurchdacht und macht es halt auch fummeliger zu steuern. Und halt die Übersicht schlechter. Ja, genau. Also auf jeden Fall, deswegen ist halt, in der Kampagne ist das halt, also die Schlachten, wie gesagt, diese Wiederholung zusammen mit der schlechteren Steuerung und der schlechteren Übersicht. Und dann, dass die KI halt meiner Meinung nach immer noch schummelt bei den Schlachten, dass sie halt weiß, wo ihr steht, macht das halt sehr uninteressant, die Kampagne. Es gibt allerdings auch ein paar schöne Sachen in der Kampagne. Also zum Beispiel könnt ihr jetzt ein paar Sachen machen, wie es auf Straßen schneller läuft oder dass hier vorne, wenn ihr euch einbuddelt, dann habt ihr halt diese Deckungssysteme, dass dann Bunker aufgebaut werden. Aber eben auch nur, zum Beispiel, wenn hier die Bunker nur nach vorne aufgebaut, aber nicht nach hinten, wenn ich hinten angreife, hat er diesen Bonus nicht. Ne? Man kann Einbuddeln aktiv machen. Da gibt es ein paar schöne Sachen.
Übersicht ist miserabel hier, hässlich, wie ich finde, aber es gibt ein paar schöne Funktionen auf der Kampagnen-Map. Wie die Flugzeuge reinruft, ist ganz nett gemacht mit Luftüberlegenheit und so. Das sind alles nette Feature, aber es fühlt sich halt alles wie so ein normales Risikospiel vom Umfang der Truppen an, nur sie eben viel weniger dynamisch als bei Risiko seid. Und es gibt nicht wirklich einen Economy-Mode, wie ihr Einheiten kauft. Also ihr könnt halt eine Einheit reinrufen unter gewissen Bedingungen mit gewissem Geld. Aber da sind auch wieder vorgegeben, dass nicht wirklich, dass ihr da im großen Umfang was macht. Also sie haben einfach, sagen wir so, wenn die Kampagne dynamischer wäre, sie wäre dynamischer, wenn sie größer wäre, dann hätte sie, glaube ich, einen größeren Spielspaß generiert. Aber die haben halt einfach den Feldzug genommen von 44, und dann haben sie das in 5 Szenarien, sind das, glaube ich, aufgeteilt. Und die sind alle relativ winzig bis auf eins. Und selbst das, was nicht winzig ist, ist halt auch interessant. Und alle diese Sachen sind halt wirklich stationär. Die Schlachten mit denselben Einheiten wiederholen sich immer und immer wieder. Und keine Schlacht kommt euch wirklich so vor, oder mir kam das zumindest nicht so vor, als ob die einzigartig wäre und in gewissen Bedingungen stattfindet, die wirklich einzigartig sind und deswegen interessanter sind. Gleiche Einheiten, gleiche Map, gleicher Gegner. Wieder und wieder und wieder und wieder, ohne dass ihr viel Einflussmöglichkeiten habt auf die Zusammenstellung der Truppen. Und das macht die Kampagne leider für mich persönlich zu einer sehr langweiligen Unterfangen, auch wenn ein paar gute Ideen bei sind, wie mit dem Einbuddeln und mit den Grafiken und der schönen Map. Also ich finde die Map wirklich ansprechend. Manche haben sie auch kritisiert. Das ist wahrscheinlich immer Geschmackssache. Aber ihr könnt halt wirklich nicht so viele Sachen machen. Und ich finde es halt sehr schade. Also haben sie viel aus der Hand gegeben, denke ich. Also ich hätte mir das vorstellen können, wenn hier so ein Gebirge so ein bisschen ist, ne, hier ein bisschen höher, hätte ich da gerne meine Flugabwehr mit Vorteil hin platziert. Das bringt dem Spiel gar nichts, aber ne, sowas hätte ich gerne drin gehabt. Oder dass man vielleicht doch einen Ambush in der Stadt, dass man sich besser einbuddeln kann, dass man Minen legen kann und so hätte ich mir alles gewünscht. Da gibt es halt viel, was man hätte machen können. Und ist wirklich die, wie bei jeder Kampagne, also es ist ja schon die 6. Kampagne, die sie machen, wenn ihr das so zählen wollt, mit Roos, meine ich, und die 7. Kampagne. Und Roos hat noch die beste Kampagne, das war das erste von deren Spielen von Origin. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach nicht dazulernen bei der Firma. So, das war auf jeden Fall jetzt die Kampagne, das Aushängeschild. Und wie gesagt, ich, ne, finde es halt nicht ansprechend aus den genannten Gründen, Wiederspielwert und Abwechslung und allem. Und natürlich auch kein Multiplayer drin. Ihr könnt das halt nicht im Koop mit dem Kumpel spielen, was bei großen Maps halt sehr ansprechend wäre. Das wäre nochmal ein Ding, ne, wenn ihr jetzt diese gigantischen Maps habt. Warum kann ich keinen Kumpel die Ostfront oder Westfront übernehmen lassen? Ist mir völlig schleierhaft. Warum kann man das nicht in 2 gegen 2 gegen 3 gegen 3 gegen andere Leute spielen? Ist mir völlig schleierhaft. Die ist ja völlig simpel, die Kampagne. Also da haben sie einfach nur Geld gespart für den Code, vermute ich mal, weil es zu schwierig war, das zu programmieren. Aber wenn man jetzt Steel Division 2 rausbringt und das sehr massiv wie 1 aussieht, von allen Mechaniken gleich Modelle und Sounds zum Teil sogar verwendet und das dann für Vollpreis verkauft, ich frage mich halt, also die sparen ja an jeder Stelle, ja? Wo ist das Geld dann hingeflossen? Also da hätte ich schon Multiplayer, richtiges Multiplayer erwartet. Okay, so, das war jetzt auf jeden Fall die Geschichte dazu, zu den Kampfmechaniken und Deckbau, weswegen, also das Multiplayer-Stück meiner Meinung nach, was das Kernstück des Spieles ist. Was hat mir daran nicht gefallen? Ich gucke mal, ob ich da, man sieht ja hier die Schlachten so ein bisschen. Also fangen wir erstmal an mit dem, ich lasse einfach mal hier durchlaufen, mit dem Deckbau vielleicht. Der Deckbau ist halt sehr vergleichbar mit dem ersten Teil. Es sind da kaum große Unterschiede. Ihr könnt zwar im Deckbau jetzt Transporter manuell auswählen, aber eigentlich hat das gar keinen Effekt. Nicht wie bei Wargame, wo die sich wirklich massiv unterscheiden. Die unterscheiden sich hier zwar auch, aber eigentlich wählt ihr immer die gleichen Setups, habe ich gemerkt, wenn ich Decks gebaut habe, als ich damals Multiplayer gespielt habe. Manche Einheiten brauchen halt gewisse Transporter einfach, manche nicht. Ja, und deswegen hat man da immer den gleichen Setup gehabt. Transporter teleportieren sich immer noch von der Map runter. Also in der Infanterie, die ihr da vorne seht, wenn ich ihn schnell von der Front umverlegen will, nach, sagen wir mal, links an die Front, weil die Front hier gewonnen ist, ja, und das durchaus ein Szenario, was öfter vorkommt, das geht halt einfach nicht. Der muss dann zu Fuß gehen, weil als er ausgestiegen ist von seinem Transporter, hat er den halt verschrottet, weggeschmissen und von der Enterprise hochbeamen lassen. Ja? Also da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also mir geht's, wenn man jetzt sagt, die Transporter haben keinen Mehrnutzen oder keinen Mehrwert, wenn die halt, ne, die Truppen an die Front gebracht haben, das ist ja okay. Aber sie haben ja einen Mehrnutzen. Also ne, man kann halt die Truppen, also die Panzerarmee, die bewegt sich halt auch sehr häufig, bewegt der Blob sich von links nach rechts. Aber die Infanterie, weil sie eben den Transporter weggeschmissen hat, kann eben nicht mit den Panzern mitfahren. Und das macht halt für mich ja halt gar keinen Sinn, dass man nicht wiederholen kann. Und das ist ja sehr, sehr schade. Transporter, die eine MG auf dem Dach haben und so, die bleiben schon da, die könnt ihr noch weiter verwenden, aber die ohne, die teleportieren sich halt weg von der Map. Das gleiche Problem ist mit Pucks und da ist halt das gravierendste Problem überhaupt. Pucks sind da so immobil, dass ihr die halt wirklich transportieren müsstet aus meiner Sicht. Und auch da teleportieren sie die Transporter weg und das ist halt einfach ein Riesenfiasko. Und es tut natürlich die Immersion zerstören, weil wenn Sachen sich teleportieren auf der Map, ja, dann ist natürlich die Atmosphäre geht halt dabei auch flöten zu einem gewissen Grad. Wir wollen aber gerade eine Panzerschlacht gegen den Schirm, ein russischer Schirm. Die gab es ja sicherlich, aber es ist halt trotzdem wieder ein Schirm. Also
man hatte auch hier das Gefühl, dass da nicht viel Unterschied zum ersten Teil ist. Ihr kämpft ja wieder gegen Schirms, ja. Ich weiß auch nicht, ob historisch die Waffensysteme gut dargestellt sind. Also zum Beispiel gibt es hier T-34, die Tiger ausschalten können. Ob das historisch so war, ja, T-34 frontal gegen Tiger, weiß ich persönlich nicht, habe ich Zweifel dran. In jedem Fall ist das hier so, dass es gibt halt wirklich, also wie die Einheiten aufgebaut sind, also der Tiger ist zum Beispiel massiv schlechter als der Panther in dem Spiel. Sagen wir so, die hatten beide ihre Stärken und Schwächen, hätte ich eher gedacht. Aber vielleicht hat der Panther ja eine bessere Kanone als der Tiger gehabt, weiß ich jetzt persönlich nicht hundertprozentig. Aber wenn ich diese Wargames spiele aus dem Zweiten Weltkrieg, ist es häufig so, dass der Tiger halt das Nonplusultra ist, zumindest in Bezug auf Kanone und Panzerung, wenn auch nicht auf Speed, ja. Und hier ist es halt der Panther zum Beispiel. Die T-34, wie gesagt, die gibt es halt in 1000 Ausführungen und manche von denen können halt locker einen Tiger ausschalten. Und da weiß ich auch nicht, ob mir der historische Ansatz bei vielen Einheiten, also das war jetzt nur ein Beispiel, gibt noch ein paar andere, ob mir der historische Ansatz hier von den Einheiten gefällt. Auch wie die Artillerie eingesetzt wird, es gibt immer noch dieses Moralsystem, es ist gerade das Ding da drüber, also dieser rote Balken, der sich manchmal auflädt, hier vorne rot, ne? Das heißt, wenn der Balken rot ist, dann sind die halt gepanikt und ziehen sich halt zurück. Das heißt, ihr verliert die Kontrolle über die Einheit. Und dieses Moralsystem fand ich halt schon, also sagen wir so, das Moralsystem war bei Wargame mit Dragon und so weiter ja auch drin, ne? Da hat es aber anders funktioniert, dann war ich zwar auch mal kurz gestunt, aber eigentlich der Haupteffekt der Moral bei Wargame war gewesen, dass die Leute einfach ineffizienter kämpfen. Hier ist das die Hauptmechanik des Moralsystems tatsächlich, dass sie sich zurückziehen, dass sie Kontrolle über die Einheiten verliert. Und es ist so, dass sie tatsächlich Panzer paniken können mit Einheiten, die eigentlich den Panzern keine Schäden zumuten können. Und wozu das führt, das System, ist halt einfach, dass ihr sehr häufig eure Einheiten wie hier, ne, die teilen sich dann auf, der ist jetzt gepanikt, das heißt, es ist wieder Mikrofon, um die Front zu den Einheiten zu bringen. Das ist die eine Geschichte, dass ihr immer wieder umsonst klicken müsst. Die andere Geschichte ist, die Einheiten ziehen sich manchmal schwachsinnig zurück, also das ist ein Kampf, den würde der Panzer zu 100% gewinnen, aber ihr verliert den, weil halt irgendwo aus dem Nirvana ein Mortar 5 Meter neben eurem Panzer eingeschlagen ist. Ja, und da hat der Panzer sich entschieden, sich lieber vom gegnerischen Panzer abknallen zu lassen in dem Moment und das Feuer nicht zu erwidern. Und das wirkt halt einfach sehr unrealistisch. Und so läuft das auch im Multiplayer zu meinen Beta-Zeiten. War das so, dass die Leute einfach den Artillery-Spam gemacht haben. Und da ihr jetzt halt mit größeren Verbänden, also hier noch nicht selten 10 Panzern so arbeitet, tut halt jeder einfach die Artillery draufhalten, sei es Mortar, sei es die Artillery, die ganze Map schießt oder irgendwas. Und dann ist die gesamte Armee gestunt. Und wozu das führt, ist halt zu einem antiklimatischen Gameplay. Ihr habt eure Panzerarmee aufgestellt, ja, jetzt 15 Panzer. Und ihr geht jetzt in den Panzerpush, wollt jetzt einen Durchbruch irgendwo machen und freut euch auf den Kampf, ja, und alles ist episch. Und dann hält der Gegner seinen Mortar da drauf und der ganze Angriff stoppt. Und dann ist vorbei. Und das wiederholt sich dann 10, 20 Mal, dann ist das Spiel vorbei. Ja? Das war für mich gefühlt ein Hauptbestandteil des Multiplayer-Gameplays. Und ich finde das einfach, dieses Moralsystem wirklich, es ist nicht zielführend, um das Spiel wirklich interessanter, spannender zu machen. Ne? Das war halt wirklich bei Wargame besser gelöst, das Moralsystem. Außerdem ist es halt auch unrealistisch, macht wieder die Immersion kaputt. Und das Spiel will ja gerade darauf setzen. Ne? Es hat ja nichts auch ein paar gute Sachen gehabt, die Kampfbildschirme. Wie gesagt, die Höhenunterschiede habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ist halt hervorragend, wenn man vom Berg ist, dass man auch mal beim Wald drüber schießen kann, so dass Höhen, Berge tatsächlich strategisch wichtige Stellungen sind oder wären, wenn hier wieder nicht die Artillerie, die allübermächtig in dem Spiel ist, einfach den Höhenvorteil vollständig rausnimmt. Aber sonst wäre das ein gutes Tool mit dem Höhenunterschied. Das hat bei Wargame mit Dragon zum Beispiel vollständig gefehlt, ne? Das hier besser gemacht. Ja. Das ist eigentlich jetzt eigentlich so zum Kampf alles, was ich sagen kann. Luftwaffe ist meiner Meinung nach super schwach im Spiel für das, was sie kostet. So dass das eigentlich auch kein interessantes Gameplay, die Luftwaffe leider dazu kommt. Da sieht man jetzt gerade mal so einen kleinen Push, den ich da mit Einheiten mache. Ne? Das sind halt diese Blobs, von denen ich rede. Was meiner Meinung nach nicht schlecht ist, weil es einfach sich epischer anfühlt. Aber im Multiplayer setzt halt jeder einfach die Artillerie da drauf und dann ist dieser Push jetzt halt vorbei. Ne? Die Grafik kann man vielleicht noch ansprechen. Die Leute sagen, die Grafik wäre zum Teil schlechter als im ersten Teil. Ich weiß nicht, worauf die sich da berufen. Ich persönlich finde die besser. Gerade hier unten sieht man halt brennende Wracks zum Beispiel, die sehr atmosphärisch sind. Ich finde auch den Grafikstil alles sehr gut. Ich meine, die Minimap ist ziemlich unbrauchbar. Das war sie in jedem Teil bisher. Weiß auch nicht, warum sie die nie sinnvoll machen. Aber ich finde den Grafikstil eigentlich sehr ansprechend. Auch den Grafikcode. Ich finde das alles eigentlich ganz hübsch gemacht. Auch wenn man reinzoomt. Die Animation, also nicht nur brennende Wracks, sondern auch wie die schießen oder der Panzer halt oder die Artillerie so einen kleinen Rückstoß hat, wenn er halt einen Schuss abgibt. Wie die Infanterie Granaten schmeißen oder wie die Truppen sich bewegen. Also die Infanteristen laufen nicht mehr so im künstlichen Kreis wie bei Wargame, sondern haben wirklich realistische Formationen, hat man das Gefühl. Das wirkt eigentlich alles meiner Meinung nach viel, viel schöner und besser. Auch die Bäume wirken nicht so künstlich wie im ersten Teil, habe ich den Eindruck. Es gibt auch verschiedene Wälder ganz nebenbei. Dichte Wälder und nicht so dichte Wälder. Und so, dass es auch mehr taktische Optionen gibt von der Karte. Also die Grafik, ich kann da eigentlich gar nicht dran rütteln. Ich weiß nicht, warum die sich darüber aufregen, ein paar Leute. Ich finde die eigentlich hübsch gemacht.
Jo, das wäre eigentlich die Geschichte. Also von daher, man kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber viele Weichen sind halt ähnlich schlecht gestellt wie beim ersten Teil für den Kampf. Insgesamt das Moralsystem ist halt für mich die absolute Schwäche im System. Und dann eben die Steuerung, die Übersicht, also auch das Interface, wie man wieder Sachen steuert, ist es ist brauchbar. Aber gerade wenn ihr Flugzeuge da unten links nachher habt und hier eben mit diesem Kompaniesystem, das ist unnötig fummelig gemacht und macht halt wirklich gar keinen Sinn. Also das User Interface ist nicht miserabel, aber hätte doch ein ganzes Stück besser sein können. Eben auch wieder nach den erfolgreichen Wargame-Serien, wo man das halt relativ gut gelöst hat. Also ich fand mit Wargame das User Interface fand ich halt absolut gut, bis auf die Minimap, die da auch unbrauchbar war. Das haben die hier verschlechtert, meiner Meinung nach. Auch die Übersicht der Einheitenkarten ist alles ein bisschen kleiner, schlechterer Farbcode. Das ist bei Wargame eigentlich auch besser gelöst. Ja, ich denke, das ist eigentlich so im Groben alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann. In Summe ist es halt einfach kein schlechtes Spiel, aber eben auch kein Spiel, was mich motiviert, weil, wie gesagt, Multiplayer, abgesehen davon, dass keine Playerbase jetzt schon nicht vorhanden ist und deswegen demotivierend ist, ist es halt einfach auch zu wenig Vielfalt. Auch Multiplayer habt ihr halt dieselben Einheiten, also egal welches deutsches Deck hier anklickt, da sind halt Panzer 4 drin, Panther, ja, Stux, die gleichen Infanteristen, die alle gleich aussehen. Also auch da sehe ich halt viel zu wenig Abwechslung. Vielleicht hat der Zweite Weltkrieg ja nur drei Panzer gekannt in der gesamten Wehrmacht, aber naja, da gibt es auch ein paar mehr. Aber im Grunde genommen ist es so, dass, also ich habe nicht das Gefühl, dass da große Abwechslung im Gameplay gibt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Tigerpanzer sich zum Beispiel massiv anders spielt von, sagen wir, dem Panzer 4 oder einer Panther-Gruppe, ja. Überhaupt nicht, habe ich das Gefühl, leider. Und von daher ist das Multiplayer-Ding einfach. Also Deckbau ist so, ihr baut das ein, zwei Mal und dann ist die FIFA vorbei. Bei Wargame mit Dragon habe ich halt Decks nach Jahren noch neue Decks zusammengebaut. Also die Länderkombination war besser. Ich glaube, das hätten sie hier lieber auch gemacht. Sie haben das ja hier auf einer Ebene, wo ihr Divisionen zusammenbaut in den Fraktionen. Und das führt halt einfach dazu, dass ihr die gleichen Einheiten in jeder Fraktion habt. Also wenn ich ein Panzerdeck baue, ja, dann nehme ich halt einfach aus dem gleichen Einheitenpool immer. Hätten es lieber nach Nationen gemacht, dass ihr wirklich hingeht und sagt, ihr habt zum Beispiel, also ihr spielt jetzt die Achsen und dann könnt ihr bei den Achsen eben, jetzt müsst ihr jetzt wählen, ich wähle jetzt die Italiener oder ich wähle die Deutschen oder meinetwegen Vichy Frankreich, wenn die da sind und dann habt ihr auf einmal einen Char B1-Panzer, den ihr an die Front werfen könnt, ja, den ihr sonst nicht hättet und sowas. Also hätten die das nach Nationen gemacht, ja, oder ihr spielt ja meinetwegen England und dann gibt es halt auch diese Cromwell-Panzer, was nicht alles. Und wenn ihr USA spielt, habt ihr dann eben Sherman's und Pershings und zur Verfügung. Ich glaube, hätten sie das so gemacht, dann wäre dann ein unglaublich großer Unterschied im Deckbau gewesen und in der Spielvielfalt. Aber sie haben sich für ein System unterschieden, wo ihr halt einfach, ihr kriegt halt aus der Wehrmacht immer Wehrmachteinheiten an, deswegen sind die Decks auch alle sehr ähnlich. Also klar, die einen haben mehr Panzer, die anderen haben mehr Infanteristen, die anderen haben mehr Flugzeuge, die anderen haben mehr Artillerie, aber es sind halt die gleichen Einheitentypen, die ihr benutzt und das macht halt wieder die Abwechslung sehr, sehr gering. So, ja, das ist die Geschichte. Ansonsten, die Game-Mechaniken sind wieder gut durchdacht, also die Game-Setups im Sinne von die ABC-Phase ist ein geniales System, die Frontverschiebung mit den Erobern ist viel, viel besser als bei Wargame Dragons, ist ja viel dynamischer und atmosphärischer das Ganze, dass ihr so ein Fähnchen erobern müsst und dann Siegpunkte bekommt, die tickt. Auch bei dem Deckbau, dass ihr ABC-Phase dann eben die Einheiten da festlegen könnt. Das Abkappen der Einheiten hier ist ganz gut gemacht. Das mit dem Leader-System ist schlecht umgesetzt, aber gut von der Grundidee. Das halt diese Sternleute, die Leader, die geben halt einen Bonus an die umliegenden Einheiten. Und wenn ihr dann noch einen Leader mit drei Sternen habt, dann verknüpft ihr die einen Leader-Sterne, sodass ihr eine Befehlskette habt. Das ist auch ein gutes System von der Grundidee, ist halt nur miserabel zu Micron und der Effekt der Einheiten, die das haben, ist zu gering für irgendwas. Ja, und dann ist der Leader immer den gleichen Effekt. Es gibt keine verschiedenen Leader. Der eine Leader gibt vielleicht mehr Speed, der andere Leader mehr Attack Speed. Ja, der andere Leader meinetwegen lässt die genauer zielen. Sowas gibt es nicht. Ja, ist wieder Abwechslung unnötig rausgenommen. Auch in den Kampagnen scheinen die nicht aufzuleveln, die Leader. Oder dass man da ein Rollenspiel hat, wo ihr Abilities für die freistellt, gibt es leider auch nicht. Aber von der Grundidee schon haben die einen netten Versuch da gemacht. Nur im zweiten Teil hätte man schon erwartet, dass die halt den zum ersten ausbessern mit den Leadern und da mal mehr reinbringen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass das eigentlich nicht wirklich schlecht ist. Man kann nicht sagen, an irgendeiner Stelle, dass das schlecht ist. Man kann aber auch nicht sagen, dass es eben interessant gut ist. Gerade eben aus diesen hauptsächlichen Gründen, weil es halt Multiplayer-Titel meiner Meinung nach ist, weil die Kampagne wieder schlecht designt ist und das Multiplayer eben durch dieses Moralsystem hauptsächlich und die wenigen Einheiten Deckvielfalt einfach sehr uninteressant dargestellt wird, wie ich finde. Und von daher ist das für mich persönlich kein Titel, den ich spielen kann und möchte. Aber ne, es ist kein schlechter Titel. Also wenn ihr jetzt euch das alles nicht stört, was ich gesagt habe, und Kumpels vielleicht findet, weil es oder halt gegen, wenn ihr das Bot-Stamping macht, ne? Also gegen Computer nur spielen wir mit Menschen. Ich glaube, dann kommt ihr hier auf euren Preis. Wenn ihr Multiplayer-Titel spielt, der ähnlich wie Wargame aktiv spielt, Mensch gegen Mensch, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Also die Server werden mit Sicherheit, also wenn da 700 Mann online sind, ja, davon spielt immer die Hälfte mindestens irgendeine Form Singleplayer oder gegen den Computer. Und der Rest, der teilt sich dann auf zwischen Multiplayer, aber dann eben Multiplayer 10 gegen 10 und echten Multiplayer. Also wenn ihr hier einen 2 gegen 2 Competitive-Modus haben wollt, was eigentlich ein sehr interessanter Game-Modus war, oder 3 oder 3 oder 4 gegen 4 oder ne, Team Wars, ich glaube, da werdet ihr sehr, sehr Schwierigkeiten, sehr, sehr große jetzt schon haben und es wird nur noch schlimmer, das Problem. So, das war die Geschichte. Mit dem Price-Tag vielleicht noch, es ist ein Preiswert. Also wir sprechen mal gar nicht über die Päckchen, die 80 Euro kosten, ja, der Total Conflict. Das Ding ist halt aus meiner persönlichen Sicht, was ich gesehen habe bisher auf SteelVision 2, ist, bis auf die Kampagne fühlt sich halt eigentlich alles so an, als ob es das erste Spiel gewesen wäre, nur sie eben für das Interface und für die Landschaften andere Grafiken verwendet haben. Sind ja die gleichen Modelle und so sonst noch, ne? Und gleichen Sounds und was nicht alles. Sagen wir so, ich habe nichts dagegen, dass der zweite Teil ähnlich wie der erste Teil ist, wenn sie es halt verbessern. Aber 40 Euro erscheint mir sehr, sehr happig dafür, dass ich halt kaum Unterschied sehe zum ersten Teil, außer eben, dass sie jetzt den Größenumfang geändert haben und eine Kampagne beigepackt haben, die aber sehr, sehr oberflächlich bleibt. Also ich denke, das hätte nicht 40 Euro kosten müssen. Ne? Und ich weiß auch eben nicht, wie sie das verkaufen wollen. Sie verkaufen das ja mit Hauptargument Kampagne, aber die Kampagne ist halt sehr oberflächlich gemacht und die Leute sehen das natürlich auch. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es kaum einer kauft und keiner Testberichte machen, kaum einer darüber redet, vermute ich mal. Aber 40 Euro dafür, dass sie eine kleine Verbesserung gemacht haben, das hätte man auch als großes DLC für 20 Euro verkaufen dürfen. Naja, also ich denke, dass es überteuert auch ist zu dem jetzigen Preis. Ich würde halt auf ein Angebot auf jeden Fall warten und vielleicht auch nochmal einen Monat beobachten, ob die Community, ob die überhaupt bei diesen 700, 700 bis 900 Leuten überhaupt bleibt, weil das ist eigentlich viel zu wenig für so einen Multiplayer-Titel. Und mit Singleplayer-Titel ist es einfach nicht aus meiner Sicht. So, das ist die Geschichte. Und ja, dann freue ich mich mal auf euer Feedback. Also, wenn ihr das jetzt spielt, sagt mal, was ihr davon haltet. Habt ihr Probleme, Multiplayer-Spiele zu finden? Stört euch, dass das jetzt größere Schlachten sind? Oder findet ihr es sogar besser? Könnt ihr gerne mal unter das Video alles drunter schreiben. Und damit verabschiede ich mich dann. Ciao, ciao.